Ja, servus, wie geht's euch denn so? Ich bin's, der Big Mecher. Willkommen zu meinem Let's Play von Lucky Star Troopers Omega. Einem Dojin-Game basierend auf der Lucky Star-Serie. Und es ist ein Side-Scroller-Beat'em-up. Also, wir laufen von A nach B und prügeln auf haufenweise Gegner ein, um ins nächste Level zu kommen. Und das alles mit der Cast von Lucky Star. Nicht nur Lucky Star, es sind auch Hatsune Miku von Booklord dabei und diese komische Ratte-Maus aus Full Metal Panic, aber das ist ein Anime, den ich nur selten geguckt habe, fast gar nicht. Aber lang genug geredet, fangen wir am besten an. Wir haben zwei Modus zur Verfügung, einmal Versus-Modus, also Multiplayer, und Arcade-Modus. Und machen wir Arcade-Modus. Und wir nehmen Hatsune Miku. So. Ich habe das erste Level schon mal vorgespielt. Ich habe keine Ahnung, wie man hier einen Schwierigkeitsgrad auswählt. Ist einfach wahrscheinlich irgendwie random. Du drückst irgendeinen Knopf und da passiert irgendwas. Drücke ich mal. Also, ich spiele das Ganze hier mit dem Gamepad. Drücke ich mal Taste 2. Mal sehen, was passiert. Ja, das ganze Spiel ist in Japanisch gehalten. Also, erwartet nicht, dass ich euch jetzt da vorlese, was da steht, weil ich verstehe es selbst nicht. Auf jeden Fall, wir sind hier irgendein Tonstudio, so wie ich das sehe. Gehe ich mal stark davon aus. Und machen wir weiter. Ja, wir haben rote Haare, okay. Son of a bitch. Ja, wie schon erwähnt, ihr müsst hier alle Gegner platt machen, um ins nächste Level zu kommen. In einigen Levels werden dann später Boss erscheinen, da reicht es nur, wenn ihr die Bosse platt macht, um weiterzukommen. Komm, komm. Oh, ich hab's. Oh, scheiße, okay. Get ready. Ich weiß ja nicht, wo die einzelnen Gegner aus welchen Games herstammen, aber die Katze hier ist, oder ich nehme an, es ist eine Katze, ist aus Lucky Star, und zwar da, wo immer hier diese Pause dazwischen ist, zwischen den Episoden. Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Wo das Mist herkommt, keine Ahnung. Also ich rede von dem großen Mist. Das hier ist auch gleich unser erster Boss, wie ihr wahrscheinlich schon längst festgestellt habt. Komm. Das ist ruhig, ist es doch gar nicht. Get ready. Und weiter geht's in Stage 3. Gleich vorneweg. Ich kenne nicht alle Charaktere aus dem Lucky Star-Universum. Okay, kenne ich vielleicht doch, aber ich habe die Serie schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen werden mir einige Namen wahrscheinlich nicht mehr einfallen. Ja, what the? Der Roboter auf jeden Fall ist aus Lucky Star. Das weiß ich jedenfalls. Also, ich habe ihn jedenfalls von Lucky Star gesehen. Ich weiß aber nicht mal, welche Episode. What the? Der macht mehrfachen Schaden. Okay, nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe oder ob ich es wieder vergessen habe. Das ganze Spiel spiele ich hier mit dem Gamepad. Also ihr könnt auch Gamepad benutzen, wenn ihr eins habt. Ist, finde ich, jedenfalls wesentlich angenehmer, als jetzt auf der Tastatur herumzudrücken. Obwohl ich zugeben muss, ich habe mit Tastatur nicht gespielt. Ja. Kommt von allen Seiten, die Wichser. Das ist ja wohl der unfairste Gegner überhaupt. Der kann mit seinen Attacken selbst normal angriffen
mehrfachen Schaden anrichten. Das war nichts, der ging daneben. Komm, komm. Son of a... Wie gesagt, in manchen Level reicht es nur, wenn wir den Boss besiegen, dann werden gleich alle Charaktere nämlich mit besiegt. Allerdings solltet ihr doch vorher erst die Kleinen platt machen, weil die euch von allen Seiten sonst angreifen. So. Ach, so viele hässliche Frisuren. Ist auch egal, ist nur so. Der ganz rechte, das ist, sag ich mal, der stärkste von allen, weil der kann den meisten Schaden einstecken, wie ihr sehen könnt. Also, ist alle anderen sind schon quasi am Boden, schneller als der hier, oder? Oder habe ich ihn einfach die ganze Zeit ignoriert? Bin mir ganz sicher. Naja, falls ihr es... bin mir sicher, ihr habt es schon festgestellt, aber in den Truhen, die da auf dem Level herumliegen, also in dem Level beziehungsweise, da kriegt ihr manchmal Fleisch heraus oder irgendwelche Süßigkeiten, mit denen ihr eure Leben wieder aufladen könnt oder eure Energie leisten, Spezialattacken. Und manchmal kommt ein Haufen Scheiße raus, sprich wörtlich. Und da sollt ihr vermeiden. Solltet ihr vermeiden, die Scheiße anzufassen, sonst verliert ihr Leben. Dasselbe gilt auch für Gift. Aber es spielt keine Rolle, weil ich habe es geschafft. So, ich drücke hier mal Pause, weil ich beende den Teil jetzt hier. Danke, dass ihr reingeschaut habt und wir sehen uns dann in dem nächsten Teil von Lucky Star Super Omega. Also dann, ciao!